Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade gehört, die Qualitätsanalyse springt. Wo springt sie denn hin? Nicht weit genug, sagt die CDU. Weit genug, sagt Rot-Grün. Ich denke, die Qualitätsanalyse dümpelt irgendwo so vor sich hin. Zunächst einmal finde ich es prima, dass die Qualitätsanalyse verschlankt wurde, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine große Erleichterung für die Schulen. Aber an unserer prinzipiellen Kritik an der Qualitätsanalyse ändert das nichts. Zunächst einmal, das ist gerade schon erwähnt worden, was ist denn eigentlich Qualität? Wer legt fest, was Qualität ist? Ich glaube, dass wir alle ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Qualität bedeutet. Frau Gebauer sagte gerade, Schulen, die sehr erfolgreich sind. Was ist denn erfolgreich? Ist erfolgreich, wenn die Schüler dort einen Notendurchschnitt von ich weiß nicht was haben? Ist das dann eine erfolgreiche Schule? Ist eine erfolgreiche Schule, die, wo Schüler nachmittags zufrieden nach Hause gehen und sage ich mal, eine Persönlichkeitsentfaltung haben können? Mir ist das nicht klar. Also ich glaube, wir haben immer noch Diskussionsbedarf da, um festzustellen, was ist das eigentlich, Qualität in Schule und was ist eine erfolgreiche Schule. Wir haben weitere Kritikpunkte. Zum einen sind wir nicht sicher, dass die Qualitätsanalyse wirklich zuversichtlich den gewünschten Beitrag zur Schulentwicklung leisten kann. Zum anderen ist es aus unserer Sicht fragwürdig, ob die Qualitätsanalyse in der gewählten Form im hinreichenden Maße tatsächlich Qualität evaluiert. Zum Ersten, um wirksam zu werden, braucht es an der Schule nicht nur schöne Berichte über die Ergebnisse der QA, sondern es müssen sich dann in den Schulen auch Prozesse etablieren, die zu einer Weiterentwicklung führen. Und da, meine Damen und Herren, muss ich Ihnen einfach sagen, da nutzt es nichts, Fortbildung anzubieten. Da kommen wir wieder zu dem Grundsatzthema. Wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Schulbegleiter. Wir müssen gucken, dass diese Schulen mehr Personal bekommen, gerade die, die im sozialen Brennpunkt liegen. Da ist es gerade schon gesagt worden. Also uns nutzt es nichts, einfach nur den Stand der Dinge festzustellen. Wir sind dann auch in der Pflicht, die notwendige Unterstützung zu leisten. Daneben hat Herr Rolf in der Anhörung betont, dass gegenseitige Hospitation der Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Schule zur Verbesserung des Unterrichts stärker beitragen als eine zentrale externe Evaluation. Und ich war die letzten 14 Tage zweimal bei Veranstaltungen von der Gruppe Blick über den Zaun. Und ich finde, das ist eine super, super Sache, wenn man sich das mal anschaut. Da besuchen sich nämlich die Schulen gegenseitig, auch schulformübergreifend in regelmäßigen Abständen. Da wird miteinander diskutiert. Und ich kann Ihnen versichern, Lehrer gehen sehr ehrlich miteinander um, wenn sie sich gegenseitig besuchen und die Qualität an einer anderen Schule sich anschauen. Ich wollte es kurz machen. Sorry. Ich bemühe mich trotzdem. Okay. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, auch dass es von mehreren Sachverständigen als hinderlich angesehen wurde, dass die Qualitätsanalyse durch die Bezirksregierung durchgeführt wird. Und das haben wir auch gesagt, das ist halt auch meine Erfahrung. Wenn der Dienstherr kontrolliert, dann wird man das nicht als freundschaftliche Unterstützung betrachten. Never. Das, ja, also eine kollegiale Unterstützung, wo ich sage, lasst uns gemeinsam schauen. Das ist was völlig anderes, als wenn ich sage, die Dienstaufsicht kommt und sagt, hey, ich möchte euch so gern helfen. Wer soll das glauben? Also ich finde die Idee, das dann beim Qualis anzusiedeln, sicherlich besser. Und da schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ein letzter Punkt. Die Qualitätsanalyse ist in dem Teil, der Unterricht betrachtet, sehr methodenzentriert. Dabei werden bestimmte Methoden bevorzugt. Das schränkt meiner Ansicht nach die notwendige pädagogische Freiheit der Lehrerinnen und Lehrer ein. Weil natürlich weiß man, was da so ein Qualitätsanalyse-Themen gucken will. Natürlich stellt man sich darauf ein und guckt, dass man an dem Tag halt da so eine Stunde hinlegt, wie man das halt im Referendariat tut. Wir sind für die Unterstützung unserer Schulen bei ihrer Bemühung um eine gute Schulentwicklung. Wir erkennen auch an, dass prinzipiell externe Evaluation dazu einen Beitrag leisten könnte.
Doch die Gestaltung und Verankerung der Qualitätsanalyse in Nordrhein-Westfalen, so wie sie jetzt ausschaut, überzeugt uns nicht, und deshalb werden wir den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank.